Ja, Sebastian, wie hilft dir der Steffen konkret, um dich weiterzuentwickeln und noch erfolgreicher im Sport zu werden? Hilft mir einerseits, dass ich mental ein bisschen stärker werde im Wettkampf, dass ich im Training auch noch ein bisschen mehr aus mir rausholen kann. Und ich denke, da ist noch ein großes Potenzial da, um auch mich weiterzuentwickeln. Hast du schon konkret den Fortschritt irgendwie gemerkt, seit Steffen mit dir arbeitet? Ja, ich sag mal, ich komme seitdem besser klar mit meinem Trainer. Ich habe eine bessere Einstellung zum Training und das hat man auch gesehen, dass ich jetzt ein bisschen fitter wird und von daher hat es auf jeden Fall schon was gebracht. Wo ist das Ziel von Steffen und dir? Wo wollt ihr beide dich hinbringen? Ja, zum ersten jetzt erstmal Olympia, in London 2012 und dann natürlich, wenn es die Kooperation weiter besteht, dann bis 2016, bis zur nächsten Olympiade. Os britânicos. Sebastian Krimer vai se apresentar no cavalo com alças. É outra grande expectativa. Was hast du gedacht, so beim ersten Mal, als du Steffen gesehen hast, hast du gedacht, ja komm, Mentalcoach, bla bla, oder hast du schon Hoffnung gehabt von Anfang an, dass das gut wird? Ja, ich habe ja viele Schwächen bei mir selber erkannt. Früher habe ich immer gedacht, das bringt nichts, aber als wir dann mal den Vortrag angehört haben vom Steffen, da habe ich schon gemerkt, dass es vielleicht doch mal sinnvoll wäre, ein Gespräch zu suchen und ich fand es, also es war sehr positiv und deswegen arbeiten wir jetzt zusammen. Klasse, das war's auch schon. Super. Execução boa. E vai até o final. Mais um ginasta da Alemanha que consegue cumprir a prova completa.